kein Siege, sondern Guild War gleich. Aber bevor es losgeht, wollte ich halt nochmal kurz Siege zeigen. Eigentlich super lustig gewesen. Sieht man im Siege-Video, unbedingt anschauen. Fury hat am Anfang voll Gas gegeben. Und irgendwie weiß ich nicht, schon nach ein paar Stunden irgendwie 10.000 Punkte oder was gehabt. Aber ja, wie es halt dann so passiert ist, nachher halt 2 gegen 1 gegen Fury. Fury war dann irgendwie so auf einer Zeit, weiß ich nicht, mit 2 Towern oder so unterwegs. Und Pong irgendwas hatte, weiß ich nicht, dann 32 Punkte pro Minute. Und ja, irgendwie in der zweiten Hälfte haben wir jetzt wir voll Gas gegeben, aber ich glaube trotzdem wird irgendwie wohl nicht mehr reichen jetzt, dass wir gewinnen werden. Aber sah zumindest kurz danach aus, also ich dachte irgendwie so, Fury hat vielleicht gar keine Swords mehr über. Die waren irgendwie auf 2 Tower. Also, ja. Keine Ahnung, ob es irgendwen interessiert, aber ich wollte es halt mal sagen. So, wir haben Say Swag again. Swag hat uns gerade angegriffen auch, oder irgendwie, weiß ich nicht, in der Früh oder irgend sowas. Ich würde sagen, also mich haben nur 2 attacked, so wie es scheinbar aussieht. RNGesus und Hackfetis ist, glaube ich, irgendwie der Account von Scatfetis, oder? Ehemals. Na gut. Egal, wie auch immer. Warte, er ist plus 3. Und oh, Jesus, 1, okay, passt. Passt. Na gut, was sagt seine Defense? Naja, oh, so. Halbwegs, na okay. Gut. Light Panda, Perner und Ultimate. Das heißt eindeutig. Eindeutig. Defense ignore, ne? Ich würde sagen, so eine Wassersniper-Geschichte. Und Wassersniper. Brauche ich Immunity. Immunity wäre trotzdem nicht schlecht, ne? Wegen Defense Break, nicht irgendwie so wegen Strip oder sowas. Geht mir rein um Defense Break. Okay, also Jasun als Perner Tank. Das Ding ist aber, irgendwie muss ich meinen Sniper auch ein bisschen protecten. Also ich glaube, um Wooster komme ich nicht drum herum. Na gut. Und Galleon, Cyrus, Tiana. Tja. Das ist jetzt so eine Sache. Ich würde sagen, dann nehmen wir Windpanda. Und Aerial. Und ich glaube, wir nehmen noch Elad Will dazu. Komisches Team, aber geht eigentlich nur darum, den Nuke am Anfang zu überleben. So, schauen wir mal. Tja, Tieren lernen genauso useless wie Molong. So einen verkackten Atemel hier. Ob ich ihn killen kann? Easy Bastard. Alright, das heißt eigentlich, kann schon gar nicht mehr viel schief gehen.
Ich brauche neue Musik. Ohne YouTube-Werbung am besten. Okay. Tja, nicht genug Pörner. Und selbst wenn. Eine Runde glaube ich noch bis zum Nuke. Hey, was geht ab mit Wusa in letzter Zeit? So viele Sleeps hier. So, und Toter Pender. Echt schade, wirklich der. Der Nerf vom zweiten Skill, hey. Tja. Willkommen, Comptoirs AI. Shit. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Nevermind. Kannst du killen? Das ist so eine Crit Damage Tiana, ne? Nein. Aber egal. So, ja. Okay, chill, Galleon. Ja, wie sie alle Defense Break procken hier. Aber er ist einfach der OP-Panda. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, du bist ein Idiot-Panda. Ja. Okay, dann. Wo ist er? Jesus. Wirklich? Machen wir Teo als Leader. Tiana wird nämlich gar nichts tanken. Und da unten. Wäre Tiana eigentlich auch nicht schlecht, aber. Mal sowas. Was eigentlich ist, es ist echt super nervig mit den ganzen Chancen. Einfach nicht viel Auswahl, halt irgendwie immer. Immer irgendwie Immunity. Wow. Zwölf Buffs. Check. Defense Break auf Teyvat geklänzt. Was will man mehr? Tja, was will ich? Ich wüsste gar nicht hier wirklich. Ich bin so froh, dass ich Tiana so früh bekommen habe. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Tiana machen würde. Was würde ich nur ohne Cleave-Kombos machen, hä? Aber wirklich das, was so am meisten Fun macht. Okay. So. Kleines Mal Pörner. Dem Stun. Nicht gut. Gar nicht gut. Komm, land die Bombe. Mein Gott, das ist echt.
Triple Ciara her. Heal. Dann. Naja, wenn es drauf ankommt, ne? Stun. Nicht mich stunnen. Na gut, Perna klärt. So, und ein plus 2 haben wir noch. Nein. Ich glaube, den mache ich. Ich glaube, den mache ich wieder. RIP. Ich habe keine Ahnung, was genau er macht, ob irgendwie so Stats absorbieren oder so, ne? Aber er hat total overpowered in sämtlichen Rifts. Also war irgendwie so ein Freewin für 10 Millionen in sämtlichen Rifts und so, wenn man den komischen Dark Imperator hatte. Was hat er? Natürlich. Resistance Leader. Was auch sonst. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt überhaupt Damage macht oder so. So. Normal würde ich der Beinhard koppern da oben, aber mache ich nicht. Ich mache. Ja. Windpanda. Weil ich es kann. Affen und in Zukunft werde ich, glaube ich, Olivia. Also ich habe Olivia Skill-Ups da. Mama Caymon, keine Ahnung. Warum nicht? Und ich mache es auf Auto dafür, okay? Frage ist, ob dann. Ja, scheißegal. Schau mal, wenn ich verkacke, mache ich es nicht auf Auto. Und was machen wir mit ihm? Irgendwie. Lucian wird sicher gehen. Aber irgendwie würde ich gerne sehen, was der kann, sag ich mal. Was genau passiert? Schauen wir nochmal sowas. Also, drücken wir auf Auto. Okay, schauen. Ich glaube, ich drücke nicht auf Auto. Huh? Wobei es egal ist, ich komme so oder so nicht dran. Sieht das sehr gut aus. So Call Mind wäre mal schön gewesen, Panda. Wahnsinn, hä? Provoke into provoke into provoke into provoke und so weiter. Into provoke. What the fuck, hä? Es ist noch nicht mal eine andere Provoke vorbei. Nervendlich dieses Scheißteil. Unglaublich, ja. Na gut. Was mit dem. Ja. Dumme Idee. Ich sage ja, schauen ohne. Ohne Dings kannst du einfach vergessen. Ohne Immunity ist einfach nur behindert. So, was machst du jetzt? Gar nichts, wa? Machen wir den komischen Dark Dings der Bumster als letztes einfach. Okay.
Keine Ahnung. Machst du macht er eigentlich irgendwas, außer oder gibt er den anderen irgendwie Stats? Weil Damage mache ich ja irgendwie gerade. Okay. Ich hätte ihn vielleicht doch killen sollen oder Molong heilen. Ich check's nicht ganz. Aber er wird wahrscheinlich 5 Stacks oder so brauchen, ne? Na eh klar, ja. Campana, Kiltriana, dann Proconvio. Oder auch nicht. Wie viel Damage machst du jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie viel war's. Bitte kill meinen Pörner nicht. Lächerlich. Scheiße, aber ja. Nein! Nein! Jasun. Mach mich stolz, ey. Kill ihn. Na gut. Zu viel getrollt, wie immer. Aber. Was ist mit meiner Lightning Rate los? Echt bitter. Okay. Genug für heute. Danke fürs Zuschauen und was macht Siege? Wir wollen, glaube ich, doch Fury gewinnen. Na gut, bis zum nächsten Mal.